Das Thema ist nicht eines, das allzu viele Menschen vielleicht interessiert. Und ich gehöre nicht zu den bekannten Erleuchtungsexperten, so wie ich im Heft vorgestellt wurde. Ich empfinde mich nicht als Erleuchtungsexpertin und möchte mich da auch nicht einreihen, sondern was ich Ihnen heute über das Thema Erleuchtung und Einheit jenseits der Religionen erzählen will, bezieht sich streng auf die heiligen Schriften der Religionen, ist also nicht eine Ausführung, die sozusagen frei im Raum schwebt, sondern ich versuche anhand der heiligen Schriften der verschiedenen Weltreligionen einen Weg aufzuzeigen, der über die Unterschiede, die offensichtlich gravierend sind, so wie wir die Religionen kennen, überwindet und dahinter führt in einer tieferen Schicht. Immer mehr Menschen distanzieren sich im Westen von ihrer angestammten Religion, weil sie Elemente enthält, die sie mit einem aufgeklärten Humanismus und naturwissenschaftlicher Erkenntnis nicht in Deckung bringen können. Diese Elemente lassen sich wie folgt zusammenfassen. Das Bild von einem persönlichen Gott, der dem Gläubigen ein Verhaltenskorsett anlegt und entsprechend Zensuren verteilt, einer Instanz, der gegenüber der Mensch mit seinen Bedürfnissen und Problemen nicht Partner ist, sondern Untergebener. Eine Jenseitsvorstellung, die rigoros zwischen guten und schlechten Menschen unterscheidet und sie entsprechend in Himmel und Hölle mit ewigem Lohn oder ewiger Strafe verweist. Menschliche Autoritäten, die für sich in Anspruch nehmen, von Amts wegen stellvertretend Gottes Macht auf Erden auszuüben. Die Kluft zwischen Lehre und Praxis religiöser Führer. Die Verachtung und Feindseligkeit, die sich Vertreter verschiedener Traditionen allzu oft gegenseitig entgegenbringen. Die Rückwärtsgewandtheit und Geschichtsfixiertheit der Religionen, die der notwendigen Modernisierung und Wandlung der religiösen Institutionen selbst sowie der jeweiligen Gesellschaft im Wege steht. Schließlich der Mangel an Liebe und Mitgefühl, der sich in all dem offenbart, und damit die vereitelte Hoffnung auf Frieden. Um es gleich vorweg zu sagen, ich unterschreibe jeden einzelnen dieser Kritikpunkte, werbe aber dafür, sich nicht von der Religion abzuwenden, sondern vielmehr tiefer in sie einzudringen. Das ist kaum möglich ohne den Blick auf andere Traditionen. Doch wird das Lesen religionswissenschaftlicher Abhandlungen für sich genommen wohl eher dazu führen, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Mehr als irgendwo sonst gilt hier Goethes Wort: Auch in Wissenschaften kann man eigentlich nichts wissen. Es will immer getan sein. Das Tun oder der Nachvollzug dessen, was frühere Seher praktiziert und erfahren haben, erschließt erst die Verständnisebene, die das gemeinsame geistige Gut der Religionen aufschimmern lässt. Dieser Weg in die Tiefe ist die Mystik oder der Pfad zur Erleuchtung. Die Mystik, so meine These, weist einen klaren Ausweg aus jedem einzelnen oben aufgeführten Dilemma, was ich Punkt für Punkt begründen will, nachdem ich zunächst Mystik definieren möchte als die unmittelbare Erfahrung des Menschen von seinem geistigen Selbst und dessen wesensmäßiger Einheit mit dem Überselbst bzw. Gott oder dem Seinsgrund. Dieser Weg, so lehren uns alle mystischen Traditionen, transzendiert den scheidenden und rechtenden Verstand und führt durch liebevolle, ungeteilte Aufmerksamkeit oder Meditation in Bewusstseinsschichten, die uns im normalen Tagesbewusstsein wie auch im Schlaf vollkommen verborgen sind. Es geht also in der Mystik um das geistige Selbstexperiment, um die Entdeckung dessen, was wir im Innersten sind. Da diese Entdeckung dazu führt, dass wir die Grenzen unserer eigenen Ich-Identität überschreiten, geht es natürlich um noch viel mehr. Letztlich um das, was diese Welt im Innersten zusammenhält. Was, so ist zu fragen, wenn wir zwischen Mystik und dem Frieden zwischen den Religionen einen engen Zusammenhang sehen, was macht die Mystik zu einem glaubhaften Ausweg aus dem oben skizzierten Problemkreis und worin liegt ihr Erneuerungspotenzial?
für unsere religiösen Traditionen, dass uns die Integration von Religion, naturwissenschaftlicher Aufklärung und Engagement für die Würde und Selbstbestimmung des Menschen ermöglicht. Wenden wir uns den oben aufgeworfenen Fragen im Einzelnen zu. Erstens, emanzipiert uns und wenn ja, wie, die Mystik von einem vorschreibenden, rächtenden, zürnenden und strafenden Gott? Die Antwort ist ja, insofern die Mystik uns jedwede Gottesvorstellungen, also unsere Gedankenbilder, wie sie aus einer Mischung von Tradition und persönlicher Vorstellungskraft entstanden sind, transzendieren lässt und durch die tatsächliche unmittelbare Begegnung mit der göttlichen Wirklichkeit stufenweise ersetzt. Dies führt freilich nicht zu einer Unabhängigkeit von Gott oder wie immer wir diese Wirklichkeit nennen, sondern zu einer zunehmend innigen Symbiose, die aber nun nicht mehr von Furcht und Unterdrücktsein gekennzeichnet ist, sondern von Bewusstwerdung, Weitung, Anverwandlung und Einheitserlebnis. Dieser Prozess bedeutet einen Gewinn an Würde und Selbstfindung. Dem scheinbaren Paradox der Mystik zufolge muss sich der Mensch erst verlieren, bevor er sich finden kann. Seine Sicht wird radikal verändert. Nicht mehr der göttliche Wille wird als Beschränkung der persönlichen Freiheit erfahren, sondern in wachsendem Maße die Impulse und Neigungen des Ich als Behinderung einer umfassenderen, dauerhafteren Erfüllung. Wer ein oberflächliches Verständnis von Selbstbestimmung an die Religion heranträgt, verkennt den innersten Antrieb jeder religiösen Suche, das unausrottbare Verlangen, die Vereinzelung zu überwinden und Einssein zu erfahren. Zweitens bietet die Mystik oder der Erleuchtungsweg eine Alternative zu einer erbarmungslos schwarz-weiß gemalten Jenseitsvorstellung von Himmel und Hölle für gute und schlechte Menschen und von einem entsprechend schrecklichen jüngsten Gericht. Ja, und dies lässt sich aus den Heiligen Schriften selbst belegen. Die Mystik kennt streng genommen keine moralischen Kategorien, sondern nur spirituelle. Gut, das heißt heilsbringend, ist, was uns dem göttlichen Urgrund näher bringt und schlecht, was uns davon entfernt. Entsprechend sind die heiligen Schriften und Lebensgeschichten erleuchteter, voll von Belegen dafür, dass Menschen, die nach allen herrschenden moralischen Maßstäben Sünder waren, in besonderer Weise heil und geheiligt wurden, wofür im Christentum Maria Magdalena stellvertretend steht. Der Koran betont an unzähligen Stellen und besonders in der Bismillah, der Eröffnungssure, dass Gott ein erbarmender Gott sei. Immer wieder entlarven die Offenbarungsschriften den Dünkel und die Selbstgerechtigkeit. Verstrickung und Irrtum sind Daseinsbedingungen eines jeden menschlichen Lebens. Zugleich unterliegt alle irdische Existenz einer Kausalitätsordnung, der zufolge unser Denken, Fühlen und Handeln entsprechende Rückwirkungen nach sich zieht, einer Ordnung, ohne die ein gerechtes, göttliches Walten undenkbar ist und bloße Willkür herrschte. Von einer solchen Kausalität zeugen unsere Schriften, wie im Übrigen ja auch menschliche Gesellschaften, keine harmonische Ordnung schaffen und wahren können, ohne dass unser Handeln angemessene Konsequenzen nach sich zöge, die auch Strafen einschließen. Die goldene Regel als Verhaltensnorm verlöre zumindest ihren metaphysisch fundierten Sinn, wenn sie nicht Ausdruck einer gerechten göttlichen Ordnung wäre. Zugleich weisen die Offenbarungsschriften einen Pfad des mystischen Erwachens, auf dem sich der menschliche Geist individueller und aktueller Führung durch den göttlichen Geist öffnet. Diese spirituelle Kommunikation besteht darin, dass die Seele Offenbarungen empfängt, die als Richtschnur dafür dienen, was wir meiden und unterlassen und was wir annehmen und tun sollen. In exakter Übereinstimmung belegen die heiligen Schriften der Weltreligionen eine Reihe von Offenbarungsformen des Göttlichen, und zwar solche des transzendenten Lichts in unterschiedlichen Farben und verschiedener Gestalt, darunter auch Visionen von Gottesboten, solche des Klangs,
der göttlichen Stimme oder der Sphärenmusik, solche der unmittelbaren Glückseligkeit ohne die Vermittlung durch eine Gestalt, den göttlichen Nektar oder, wie es in den Veden heißt, Soma. Sie alle vermitteln der Seele in fortschreitendem Maße göttliche Weisheit. Diese Art von Rechtleitung hat nichts mit einem allgemein verfügten Verhaltenskodex zu tun, sondern mit unmittelbarer, aktiver und deutlich wahrnehmbarer geistiger Führung im komplexen Zusammenhang einer konkreten Lebenssituation, auf die jene allbewusste Kraft ja präzise Bezug nehmen kann. Aus diesem Grund erinnert der Koran immer wieder daran, dass Gott um alles wisse. Im Vertrauen auf solches unmittelbare Wirken des Heiligen Geistes konnte Jesus seinen Jüngern raten, selbst bei Verfolgung und Gericht sich nicht vorher zurechtzulegen, was sie sagen würden, sondern darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist es ihnen zur rechten Zeit eingeben werde. Das Ergebnis einer solch innigen Verbindung mit dem Göttlichen ist bereits hier und jetzt die Erfahrung des Himmels in uns, so wie es Angelus Silesius ausdrückt. Die Abwesenheit einer solchen Einbettung in die Manifestationen Gottes ist dagegen aus der erhobenen Sicht der erleuchteten Menschheitslehrer die Hölle existenziellen Leids, wie es das Dasein in Gottesferne, spiritueller Blindheit und fortgesetzter Verstrickung unvermeidlich in sich birgt. Der Weg der Erleuchtung lebt aus der Gegenwart und vermittelt Gegenwart. Alle Religionen beschreiben einen Weg vom Einen zum Einen, einen klein und einen groß geschrieben, und es erscheint mir völlig verfehlt, zwischen prophetischen und mystischen Religionen unterscheiden zu wollen. Ihrem Ursprung nach ist Religion immer mystisch. Die göttliche Selbstmitteilung fand stets im Wirkkreis eines Mystagogen, eines mystischen Lehrers, statt, ob wir ihn jeweils als Propheten, Inkarnation oder Erleuchteten verehren. Und die Heiligen Schriften legen Zeugnis ab von dem, was dieser Geist jeweils offenbarte. Diese Gegenwart ging immer dann verloren, wenn nach dem Tod solcher Offenbarungsempfänger und das jeweilige Wissen aus zweiter Hand weitergegeben und die Verehrung des Boten und der Botschaft zum Gedächtnisakt verkam. Dieser Gegenwartsverlust durch Zweithandvermittlung wächst natürlich mit dem historischen Abstand und damit auch die Missverständnisse hinsichtlich der ursprünglichen Botschaft. Doch Offenbarung hält sich nicht an menschengemachte Religionsgrenzen und Hierarchien. Sie findet zu allen Zeiten von Geist zu Geist statt und wird empfänglichen Seelen zuteil, oft gerade einfachen, ungebildeten Menschen. Sie entfalten sich innerhalb jeder Religion immer wieder mystische Schulen, die das ursprüngliche Offenbarungswissen ihrerseits im Geist empfangen. Fast gesetzmäßig stehen solche Lehrer und Schulen im Gegensatz zu der jeweiligen etablierten Religionsgemeinschaft. Insofern die neue, gegenwärtige Offenbarung direkt an die ursprünglichen Wurzeln der Religion anknüpft, die Tradition dagegen eher einem Baum mit zahllosen Ästen und Verzweigungen gleicht. Überspitzt möchte ich sagen, während die Institutionalisierung der Religion die Offenbarungskraft zerstreut, bündelt die Mystik sie je wieder zu ihrer ursprünglichen Strahlkraft. Die tradierten Schreckensbilder von einer Hölle sowie die verlockenden, oft recht irdischen Vorstellungen vom Himmel als nachtodliche Erfahrungsbereiche sind spekulativer Natur und Ergebnis einer Religionsvermittlung, die ihrerseits nicht auf direktem Offenbarungswissen, sondern auf Spekulation beruht. Hierüber sagt der Koran in eindeutig scharfer Kritik: Und die meisten von ihnen folgen bloß ihrer Vermutung, doch Vermutung ist kein Ersatz für die Wahrheit. Religion aus zweiter Hand verlegt das Jenseits in den nicht überprüfbaren Bereich nachtodlicher Existenz, während die Mystik es als eine in jedem Menschen angelegte, gegenwärtige Erfahrung jenseits sinnlicher Wahrnehmung vermittelt. Um dies zu wissen, muss es aber im goetheschen Sinne getan werden. Die Spekulation ist oft einem moralischen Gut-Böse-Denken verhaftet
Wohingegen beispielsweise Jesus dieses klar ablehnte, indem er allein Gott und nicht einmal sich selbst als gut anerkannte und damit an die Stelle moralischer Kategorien solche der mystischen Gottesnähe setzte. Drittens, ist aus mystischer Sicht menschliche Machtausübung im Namen Gottes zulässig? Nein, das ist sie sicher nicht. Mystik lässt ihrem Wesen nach nicht zu, dass ein Drittes zwischen der Seele und Gott oder der letzten Wirklichkeit stehe. Ja, wie etwa Maulana Rumi, der große persische Mystiker, in einem seiner schönsten Gedichte es ausdrückt, lässt Mystik auf einer hohen Stufe nicht einmal ein Zweites zu. Es klopfte einer an das Freundestor. Wer bist du? Sprach der Freund, der steht davor. Er sagte, ich, sprach der, so heb dich fort, an diesem Tisch ist nicht der rohen Ort. Den rohen kocht das Trennungsleid, das ist's, was ihn von Heuchelei befreit. Reif kam dann der Verbrannte von der Reise, das wieder er des Freundes Haus umkreise. Es rief der Freund, wer steht dort vor dem Tor? Er sagte, du, Geliebter, stehst davor. Nun, da du ich bist, komm, o ich, herein. Zwei Ich schließt dieses enge Haus nicht ein. Nicht einmal die Propheten oder Inkarnationen haben sich je als Dritte zwischen Gott und die Seele ihrer Schutzbefohlenen gedrängt. Vielmehr dienten sie als Missing Link, als Verkörperungen und Mittler des göttlichen Logos, aber, und dies kann nicht genug betont werden, nicht vorrangig im Sinne sprachlicher Weitergabe göttlicher Instruktion, sondern im mystischen Sinn als Logoswesen, die andere Menschen befähigten, den lebendigen Logos in sich selbst unmittelbar zu erfahren. Die Verehrung des erleuchteten Lehrers, so lässt sich nachlesen, durfte nie die Züge eines Personenkults annehmen, sondern diente stets dazu, die Schüler mit der letzten göttlichen Wirklichkeit zu verbinden, mit der diese Lehrer bereits eins waren, und so haben die Gottesboten selbst immer darauf hingewirkt, dass ihre Schüler dasselbe Potenzial in sich entdeckten und entfalteten. Wisst ihr nicht, dass ihr Götter und Göttinnen seid, Söhne des Höchsten? Fragte Jesus und erinnert damit an eine Botschaft der jüdischen Propheten vor ihm, wie sie kaum emanzipatorischer sein könnte. Am Anfang war der Logos, in den Veden Vag das Wort genannt, wie auch Prajapati, die liebliche Melodie. Auch der Koran kündet davon in seinem berühmten Lichtvers, auf den wir noch ausführlich zurückkommen wollen. Jesus, den das Johannesevangelium als fleischgewordenes Wort einführt, kam, um das Brot und das Wasser des Lebens zu bringen, die für immer satt machten und so den Menschen von Wünschen und Anhaften befreiten. Auch der Koran erklärt, dass für den Propheten und seine Jünger das Leben des Jenseits dem des Diesseits eindeutig vorzuziehen sei. Dies kann sich logischerweise nur auf die irdische Lebensspanne beziehen, da es nach dem Tod keine Alternative gibt. Der Buddha lehrte, wie wir alle wissen, die Loslösung vom existenziellen Leid des Begehrens und Anhaftens und die Glückseligkeit des Nirvana. Und die Gita verkündet in ähnlicher Weise den Verzicht auf die Frucht unseres Handelns und die unablässige Verbindung mit dem göttlichen Wort. Die erwachten Seelen haben sich niemals zwischen die höchste göttliche Wirklichkeit und die Menschen gestellt, da sie sich ihrer selbst ja völlig entworden waren. Es sind vielmehr Religionslehrer im Gefolge der Erleuchteten, die jeweils einen bestimmten Gottesboten oder die Botschaft selbst in einem Maße verabsolutierten, dass darüber der lebendige Gegenwartsbezug aus dem Blick geriet. Die damit meist einhergehende Abwertung früherer Offenbarung war gewiss beabsichtigt, da es diesen Lehrern um die Organisation einer Gemeinschaft mit einem entsprechenden Machtanspruch zu tun war. Ein Stellvertretertum im Namen eines Gottesboten, der dieses für sich selbst eindeutig ablehnte, halte ich für eine verhängnisvolle Verfälschung der ursprünglichen Botschaft. Zu dieser Mittlerfunktion institutioneller Autoritäten gehört dann in logischer Folge auch sakrale Vollmacht in ritueller,
Das heißt mit physischen Mitteln geübter Gottesanbetung, die in jeder Weltreligion Opferriten einbezieht. Das Opfer setzt aber die eigene Person wie auch die Gottheit als verfügbar. Sie ist von einer Haltung des Gebens und des Nehmens willen nicht zu trennen. Dieses widerspricht aber einer Anbetung im Geist und in der Wahrheit, bei der der Mensch im Gefühl seines Trennungsschmerzes und seiner Gottessehnsucht hilflos wird und gleich einem Bettler an die innere Tür klopft. Armut im Geiste ist die zentrale Haltung des Mystikers, und dies ist wohl der tiefere Grund dafür, dass authentische Mystik uns gegen jeden menschlichen Machtanspruch im Namen der Religion feit. Viertens hilft Mystik die Rückwärtsgewandtheit und Geschichtsfixiertheit der Religionen überwinden. Das Tragische in den institutionalisierten Religionen liegt für mich darin, dass sie je auf eigene Weise dieser Rückwärtsgewandtheit verfallen und entweder den Gottesgesandten wie eine Ikone oder einen Mythos verehren oder und seine Worte anbeten, statt sie zu tun. Dies kommt daher, dass die Gegenwart, wie sie die Erleuchteten vermitteln, eine den Sinnen verborgene Gegenwart ist, die sich nur unter bestimmten Voraussetzungen enthüllt, zu denen gerade auch der inkarnierte Logos gehört. Wo also die transzendente Erfahrung verschlossen ist, da sucht man nach diesseitigen Erklärungen für Jenseitiges und verfälscht damit natürlich auf haarsträubende Weise die eigentlichen Botschaften. Um Beispiele zu nennen. In meiner eigenen christlichen Tradition betont Jesus, Leben komme von Leben. Da sprach Jesus zu ihnen, es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Er betont hier unmissverständlich seine spirituelle Aufgabe zu Lebzeiten, nämlich seinen Jüngern das Licht in ihnen zu geben und sie auf dem inneren Pfad stark zu machen, während er für die Zeit nach seinem Hinscheiden auf den Paraklet, den Tröster, verweist. Nach meinem Verständnis auf einen spirituellen Nachfolger, durch den dann der ewige Logos weiterwirken wird. Doch entstand bereits 5 bis 6 Jahrzehnte später unter dem Einfluss paulinischer Theologie eine Religion in seinem Namen, die wie keine andere den Tod als Opfer- und Sühnetod verherrlicht statt das Leben und ein Marterwerkzeug zu seinem Symbol erwählt. Auch Übersetzungsfehler schleichen sich ein. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein, heißt es. Dies verweist, besonders mit Blick auf Hinduismus und Buddhismus, auf das transzendente Licht, das der Mensch mit seinem geistigen Auge oder dritten Auge in der Stirn sehen kann. In der Tat bildet dieses Licht das Leben unseres Lebens und durchdringt unser ganzes Sein. Es wird erfahrbar, wenn die Seele sich an ihrem Sitz sammelt und die Schwelle zum Jenseits überschreitet. Doch wo diese Praxis in Vergessenheit geriet, wurde der Text passend gemacht und oft übersetzt, wenn dein Auge gesund ist, als ob jemand mit nur einem Auge gesund wäre. Der Islam erkennt die vielen Gottesgesandten vor Mohammed ausdrücklich an, da der Koran betont, Gott habe kein Volk je ohne Offenbarung gelassen. Doch lehnt er dasselbe Prinzip der Rechtleitung durch direkte Offenbarung für die nachkoranische Zeit ab und fixiert diesen doch so lebendigen Vorgang der Selbstmitteilung Gottes auf die angeblich letzte Offenbarung in Gestalt des Koran. Die jüdischen Propheten bezeugen jeder die unmittelbare Gottesmitteilung im Geist und doch wird von der Religionsgemeinschaft die Shekinah, die göttliche Gegenwart, als etwas Zurückliegendes und Verlorenes betrauert. Vergleichbares kann für die Erstarrung des Kastenwesens im Hinduismus gesagt werden, sowie für den Gegenwartspessimismus, der dem moralischen Fall dem jetzigen eisernen Zeitalter, dem Kali-Yuga, zuschreibt und somit als schicksalsgegeben hinnimmt, wie auch für Reliquienverehrung im Mahayana-Buddhismus und vieles Ähnliches mehr. Diese Rückwärtsgewandtheit geht fast immer mit einer zukunftsgerichteten
Hoffnung einher. Das Reich Gottes, von dem Jesus eindeutig sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es mit Augen sehen kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da. Denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch, wird nun schon seit 2000 Jahren auf Erden erwartet. Immer wieder liest man auch bei christlichen Theologen, Jesus habe sich in seiner Erwartung des nahen Gottesreichs geirrt. Und es wird nicht gesehen, dass sich diese Theologen irren, wenn sie das Reich, von dem Jesus sprach, in die empirische Sphäre verlegen und den Text passend machen, indem sie statt inwendig in euch übersetzen, mitten unter euch. Das Reich Gottes war zu allen Zeiten da, aber nicht für die Mehrheit sichtbar. Gerade der Begriff des Gottesreichs aber macht eines ganz deutlich. Die institutionalisierten Religionen, insbesondere die abrahamitischen, so scheint es, sind vor lauter Rückschau und Zukunftshoffnung in einem hohen Maße gegenwartsunfähig. Wenn aber Gott oder die höchste Wirklichkeit ewig und unwandelbar ist, so ist sie beständige Gegenwart. Daraus folgt, dass der Mensch, solange er sich mit seiner Aufmerksamkeit in Vergangenheit und Zukunft aufhält, von Gott fern ist und an seiner Gegenwart keinen Anteil hat. Allein die Mystik lehrt eine Anbetungspraxis, die von Bildern, Vorstellungen, ja sogar Hoffnungen entleert, sich einzig für die lebendige Wirklichkeit des höchsten Geistes öffnet. Empfänglichkeit ist die entscheidende Haltung. Oder wie Meister Eckhart sagt, der Mensch stehe ledig. Fünftens, kann ein Wiedererwachen der Mystik die religiösen Gemeinschaften mit jener Liebe und Güte beseelen, die stark genug sind, die Religionen endlich zu einer friedenstiftenden statt spaltenden Kraft in der Welt zu machen? Wenn irgendetwas das bewirken kann, dann nur die Mystik. Wie weit dies in den bestehenden religiösen Strukturen möglich ist, erscheint mehr als fraglich. Wenn man davon ausgeht, dass Inhalt und Struktur sich wechselseitig bedingen, so glaube ich eher, dass nur stark gewandelte Religionen in der Lage sein werden, mystische Praxis zu vermitteln und deren Impulse in aktives Friedensengagement umzusetzen. Viel müsste sich radikal ändern, was ein Blick auf die heute hoch verehrten, doch zu Lebzeiten geschmähten und verfolgten Mystiker deutlich macht. Nur wenige von ihnen, wie etwa Meister Eckhart und Maulana Rumi, verfügten über eine theologische Ausbildung, was noch mehr für die Stifter gilt, die nach meiner Auffassung jeweils die ersten vollendeten Mystiker einer Tradition sind. Sie waren teils Analphabeten, sie hatten Berufe, Handwerker, Kaufmann, Prinz. Nur selten waren sie Theologen. Sie sammelten ganz gewöhnliche Menschen um sich, die allen, überwiegend aber den einfacheren Gesellschaftsschichten angehörten. Sie begeisterten im Allgemeinen die Laien und verärgerten Geistliche wie Gelehrte. Auch heute zeigt sich, dass das Interesse an der Mystik zuerst von den Laien ausgeht, während die Institutionen viel später darauf reagieren und sich zum Teil ebenfalls auf ihre mystischen Wurzeln besinnen. Doch wenn auch in der Theologie Wissen vom Tun kommt, dann muss kompetentes Reden über Gott von der mystischen Begegnung mit ihm abhängig sein und nicht von akademischer Gelehrsamkeit. Mein spiritueller Lehrer St. Kirpal Singh hörte sich bei einer Versammlung einmal mit großer Geduld die Ausführungen eines indischen Religionsgelehrten über Gott auf der Grundlage der Veden an. Nachdem er in mehrstündigem Vortrag, so geht das in Indien, die Eigenschaften Gottes gepriesen und die Schönheit des göttlichen Lichts gerühmt hatte, stellte ihm St. Kirpal Singh nur eine einzige Frage. Panditji, Sie haben sehr schöne Dinge über Gott gesagt, aber haben Sie dieses Licht je selbst gesehen? Wenn wir ohne Offenbarungen Gottes in unserer eigenen Seele über Gott reden, wie können unsere Worte dann die Herzen unserer Zuhörer bewegen? Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Die Mystiker sind berauscht von Gott und dieser Rausch steckt an. In ihrem Umkreis entsteht auf ganz natürliche Weise Liebe zu Gott.
Könnte uns jemand auf den Geschmack von Wein neugierig machen, der selbst noch nie einen Tropfen getrunken hat? Derselbe Lehrer betonte daher, eine Unze Praxis ist besser als tonnenweise Theorie. Im letzten Teil meines Vortrags möchte ich nun anhand von Schriftauszügen exemplarisch veranschaulichen, wie sich die Zeugnisse authentischer Gotteserfahrung oder Erleuchtung gleichen und gegenseitig bestätigen und am Ende meine Schlussfolgerung daraus ziehen. Beginnen wir mit der Bibel der Heiligen Schrift von Juden und Christen. Da heißt es im zweiten Buch Moses: Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Er ist mein Gott, ich will ihn preisen. Der Herr ist ein Krieger, Jahwe ist sein Name. Pharaos Wagen und seine Streitmacht warf er ins Meer. Seine besten Kämpfer versanken im Schilfmeer. Du lenktest in deiner Güte das Volk, das du erlöst hast. Du führtest sie machtvoll zu deiner heiligen Wohnung. Als die Völker das hörten, erzitterten sie, die Philister packte das Schütteln. Damals erschraken die Häuptlinge Edoms, die Mächtigen von Moab packte das Zittern, Kanaans Bewohner, sie alle verzagten. Schrecken und Furcht überfiel sie, sie erstarrten zu Stein vor der Macht deines Arms, bis hindurch zog das Volk, das du erschufst. Du brachtest sie hin und pflanztest sie ein auf dem Berg deines Erbes. Einen Ort, wo du thronst, Herr, hast du gemacht. Ein Heiligtum, Herr, haben deine Hände gegründet. Der Herr ist König für immer und ewig. Vordergründig geht es hier um den Auszug aus Ägypten, bei dem das Volk Israel unter Moses Führung unbeschadet durch das Rote Meer gelangt, während das geteilte Meer sich hernach über die Truppen des Pharao ergießt und sie ertränkt. In dieser Lesart kann ich den Text nicht als heilig akzeptieren, da wir es mit einem Kriegsgott zu tun haben, der einseitig Partei ergreift und einen Teil seiner Geschöpfe, die Ägypter, in den Tod führt, um den anderen Teil zu erretten. Der Text schwelgt in den Schrecken des Feindes. Wir wissen, dass die Geschichtlichkeit der geschilderten Ereignisse nicht erwiesen ist, und das gilt für die meisten zentralen Texte des Alten Testaments. Vor allem aber fühlen sich friedliebende Menschen natürlich von einem solchen kriegslüsternen Geist abgestoßen. Warum also ihn heilig nennen? Ich schlage vor, diesen und zahllose ähnliche Texte auf einer anderen Bedeutungsebene zu entschlüsseln, die analog den verschiedenen Bedeutungen des koranischen Dschihad, des heiligen Kriegs, nahekommt. Dazu muss man einfach den Code der Bildlichkeit solcher mündlich überlieferten Verse ergründen. In mystischer Lesart steht der Berg immer für den Aufstieg der Seele in einen Bereich, in dem sie Offenbarungen empfängt. Der Kontrast hierzu ist die Ebene. Ägypten und Pharao stehen in der Bibel wie noch später im Koran für den Machthunger des menschlichen Ego, für die Sklaverei der Seelenkräfte in ihrer Bindung an die Sinnenwelt. Diese niederen Gemütskräfte nun erzittern, als Gott die Seele in seine heilige Wohnung führt. Gott selbst wohnt zusammen mit unserer Seele im menschlichen Körper, dem einzigen Tempel, den nicht der Mensch aus Stein, sondern Gott selbst geschaffen und mit seinem eigenen Bewusstsein beseelt hat. Der Berg von Gottes Erbe ist der Sitz der Seele oberhalb der Sinne. Wenn unsere Seele hier gesammelt ist, hört sie das Lied oder die ewige göttliche Melodie, in den Veden Prajapati genannt, in den Sikh-Schriften Kirtan, im Buddhismus Avalokiteshvara, der strahlende Klang. Das sichtbare Universum ist aus bewusster göttlicher Energie gemacht, dem Logos, der sich zuerst als immerwährender Klang manifestiert, aus dem wiederum das transzendente göttliche Licht hervorgeht. Das Johannesevangelium bezeugt, dass dieses Licht des Logos alle Dinge ins Sein gebracht hat. Unsere Seele ist wesenseins mit diesem Logos, und wenn wir die Richtung unserer Aufmerksamkeit umkehren und nach innen lenken, dann können wir dieses Licht in uns sehen und diesen lieblichen Klang in uns hören.
Diese Offenbarungen sind von Gottes eigenen Attributen erfüllt und durchtränken die Seele folglich mit Glück, Frieden, Erkenntnis, was wiederum zu Losgelöstheit von Neigungen führt, die sie ohne die innere Verbindung unweigerlich ruhelos umhertreiben. In der ungekürzten Fassung des hier gerafften Textes werden mehr Völker der Ebene genannt als oben wiedergegeben. Ihre Namen haben eine besondere Bewandtnis. Palästina etwa heißt übersetzt Emigration, Exil. Kanaan, tief, flach. Also Ebene im Unterschied zum Berg. Meine Lesart lautet demnach: Gott ist in der Offenbarungsform des unablässigen göttlichen Klangs oder Lieds meine Kraft und Friedensquelle. Im Innern meines Körpers, den von ihm selbst geschaffenen Tempel, hat er seinen Thron oberhalb der Sinne. Durch seine Offenbarungen hat er meine Seele auch dorthin geführt und somit den Anfeindungen der niederen Gemütskräfte entzogen. Vor der Macht seiner Offenbarungen, die meine Seele durch ihre berauschende Kraft völlig einnehmen, sind alle negativen Neigungen in mir wie zu Stein erstarrt, bis meine Seele durch das Rote Meer, ein Verweis auf den Körper aus Fleisch und Blut, hindurchgelangt ist. Im voraufgehenden Kapitel wird der mystische Sinn noch deutlicher, denn hier wird beschrieben, wie beim Durchschreiten des Roten Meers eine Wolke göttlichen Lichts sich zwischen das Volk Israel und das Heer des Pharao stellt und diesem Licht spendet, jene aber in eine Wolke der Finsternis hüllt. Und dies geschieht die ganze Nacht hindurch. Die Sinne können nur wirken, wenn wir die Aufmerksamkeit auf sie richten. Ohne Bewusstsein sind sie blind und ohnmächtig. Die zwei Worte übrigens, die das Alte Testament für Ägypten kennt, Hama und Mizraim, bedeuten zum einen etwas frei übersetzt Jammertal und zum anderen wörtlich Festung, Belagerung, was die Auslegung als existenziell leidvolles Exil der Seele in der Gottesferne irdischer Bindung erhärtet. Dort wird, wie im gesamten Alten Testament betont, dass Gott selbst diesen ansonsten aussichtslosen Kampf zwischen Licht und Finsternis für uns zum Sieg führt, und zwar mit Hilfe seiner Offenbarungen. In dieser Lesart enthüllt beispielsweise auch das Lied der Deborah einen präzisen mystischen Sinn, während es in gängiger Auslegung einen Akt grausamen und hinterhältigen Mordes an einem hilflosen Feind verherrlicht. In diesem Zusammenhang gewinnt auch das Schwert eine tiefe spirituelle Bedeutung. Jesus spricht bekanntlich vom Schwert seines Wortes, das heißt der Kraft der Offenbarungen, die zu Unterscheidungskraft, Erkenntnis und Loslösung führen. Ähnliches fand ich im Symbolsystem des Buddhismus. Dem Bodhisattva Manjushri, was wörtlich bedeutet glorreicher, lieblicher Klang, ist neben dem Attribut des Lotos auch das des Schwertes beigegeben. Auch Avalokiteshvara, der Bodhisattva des Mitgefühls, als dessen Verkörperung der Dalai Lama verehrt wird, heißt wörtlich der Klang, der die Welt erleuchtet. Dies steht in scharfem Gegensatz zu solchen selbsternannten Propheten und Priestern, die den Frieden nur oberflächlich herbeireden. Deshalb beklagt Jeremias: Den Schaden der Tochter meines Volkes möchten sie leicht hinheilen, indem sie rufen: Frieden, Frieden. Aber kein Frieden ist da. Ich fürchte, die gegenwärtige Friedensbewegung der Religionen ist zu voll von solch oberflächlicher Gesundbeterei, während die Menschen keinen Ausweg aus ihrer inneren Zerrissenheit finden. Der Grund für das Scheitern solcher Friedensbemühungen, die sich im Symbolischen verlieren, nennt Jeremias an anderer Stelle. Immerzu sagen sie denen, die das Wort des Herrn verachten: Der Frieden ist euch sicher. Und jedem, der dem Trieb seines Herzens folgt, versprechen sie: Kein Unheil kommt über euch. Doch wer hat an der Ratsversammlung des Herrn teilgenommen, hat ihn gesehen und sein Wort gehört? Wer hat sein Wort vernommen und kann es verkünden? Mir erscheint diese Stelle ungeheuer aktuell.
Wo religiöse Autoritäten um ihren Einfluss fürchten müssen, da neigen sie dazu, den Menschen nach dem Munde zu reden und ihnen Frieden zu versprechen, als sei er voraussetzungslos. Jeder handelt nach den Impulsen seines Gemüts und erwartet, dass sich Glück und Frieden von selbst einstellen mögen. Mir wurde neulich das kostenlose Errichten eines Friedenspfahls mit der Aufschrift »Möge Frieden auf Erden herrschen« angetragen. Da ich noch nie gesehen habe, dass ein Holzpfahl Frieden stiften kann, sondern nur das Entfernen der Pfähle in den Köpfen, habe ich dankend abgelehnt. Nur der kann tiefgreifenden, dauerhaften Frieden stiften, der mit Gott selbst verbunden ist, der im Innern durch Offenbarung seinen Willen erfährt und den eigenen ihm überantwortet. Angesichts der Fülle an Hinweisen auf das transzendentale Licht in der Bibel ist es mir rätselhaft, wie dieses nicht in seiner zentralen Bedeutung gesehen wird und wie man die angeblich östlichen Erleuchtungsreligionen von den abrahamitischen, angeblich prophetischen, absetzt. Nur wenige Beispiele mögen genügen. Mache dich auf, werde Licht, denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend über dir auf. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker, doch über dir geht leuchtend der Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Völker wandern zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Dies ist nicht metaphorisch zu verstehen, sondern wörtlich. Wir selbst bergen die Schwelle zum Jenseits in uns, wo das göttliche Licht aufstrahlt, und die Mystiker erfreuen sich daran, wenn sie die äußeren Augen schließen. Hiob fragte, welches ist der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Und alle Zweifel an der Existenz, Güte und Gerechtigkeit Gottes sind gewichen, als er sagen kann, meine Augen haben dich geschaut. Der Psalm erklärt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, Licht für meine Pfade. Nur durch das göttliche Licht sehen wir jenseits der Sinne und können uns in dieses Licht vertiefen und weiter auf dem inneren Pfad fortschreiten. Bei Jesajas heißt es, ein Tau der Lichter ist dein Tau, was Sanskrit-Begriff in Veden und Dhammapada entspricht, Amrita oder göttlicher Tau bzw. Nektar. Bei Matthäus steht im Anschluss an die Seligpreisungen, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dies wird gemeinhin wiederum bildlich verstanden, doch gemeint ist die Tatsache, dass Jesu Jünger das transzendente Licht in sich sahen und aus dieser Verbindung heraus zu neuen Menschen wurden, die durch ihre Ausstrahlung und ihr gutes Handeln andere mit Gottes Liebe anstecken, und das kann vermutet werden, auch andere in Jesu Auftrag mit der inneren Verbindung taufen sollten. Das Auge ist des Leibes Leuchte. Wenn dein Auge einfältig ist, dann wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Hier ist in eindeutiger Weise von Erleuchtung die Rede, und zwar wie in den östlichen Religionen in Verbindung mit dem Einzelauge. Die Finsternis der spirituellen Blindheit wird hier als schrecklicher beschrieben als physische Blindheit. In der Verklärung Jesu wird eine Vision etwas detaillierter beschrieben. Und er ward verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da er noch redete, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach. Diese Vision findet im Geist statt, oberhalb der Sinne, und sie kündet von der Wesenseinheit der früheren Propheten Moses und Elias mit Jesus, denn sie erscheinen im selben göttlichen Licht als Manifestationen des Logos, so wie er selbst.
Dies verweist auf die innigste Verbindung zwischen der jüdischen und der christlichen Religion, die ihrem Ursprung nach zusammengehören. Zum Vergleich mit dem Islam sei der berühmte Lichtvers Sure 24,35 aus dem Koran herangezogen. Gott ist das Licht der Himmel und der Erde. Sein Licht ist gleich einer Nische, in der sich eine Lampe befindet. Die Lampe ist in einem Glas. Das Glas gleicht einem funkelnden Stern. Angezündet wird die Lampe von einem gesegneten Ölbaum, der weder östlich noch westlich ist, dessen Öl beinahe leuchtete, auch wenn das Feuer es nicht berührte. Licht über Licht. Gott leitet zu seinem Licht, wen er will. Und Gott prägt Gleichnisse für die Menschen, und Gott kennt alle Dinge. Dieser Vers wurde schon sehr früh auf Mohammed als Logos-Vermittler gedeutet. Gott ist als Licht Gestalt geworden und daraus sind Diesseits und Jenseits hervorgegangen. Doch dieses Licht bedarf einer Lampe und eines Glases, um darin gebündelt zu werden. Das Licht, das durch den Gottesboten auf Erden wirkt, wird von einer unerschöpflichen Quelle gespeist, dem Ölbaum oder Lebensbaum, der allgegenwärtig ist wie Gott selbst. Gott leitet auserwählte Seelen zu seinem Licht, während er die anderen mit Gleichnissen unterrichtet, so wie sie es fassen können. Ich finde diesen Vers vollkommen identisch mit der Botschaft der Bibel. In Sure 622 wird eine klare Unterscheidung zwischen einem erleuchteten Lehrer und einem spirituell blinden Lehrer gezogen. Kann wohl einer, der tot war und dem wir Leben gaben und für den wir ein Licht machten, um damit unter den Menschen zu wandeln, dem gleich sein, der in Finsternissen ist und nicht daraus hervorzugehen vermag? Und so wurde den Ungläubigen schön gemacht, was sie zu tun pflegten. Hier wird ungläubig und gläubig nicht im üblichen Sinne definiert als das für Wahrhalten bestimmter Glaubensinhalte oder des Korans als Buch, sondern als der Unterschied zwischen denen, die erst spirituell tot waren, dann aber von Gott Licht und Leben empfingen, und denen, die im Innern Finsternis sehen, wenn sie die Augen schließen. Arabisch Kafir bedeutet denn auch nicht ungläubig, sondern Bedecker oder Verschleierer, nämlich des Lichts. Es gibt viele weitere Lichtverse im Koran, wie auch solche, die von Klangoffenbarungen künden. Ich habe den Schriften der abrahamitischen Religionen mehr Raum gegeben, da hier im allgemeinen Bewusstsein nicht bekannt ist, dass sie eine Mystik der Erleuchtung verkünden, während dies in Buddhismus und Hinduismus selbstverständlicher genommen wird. Zuletzt sollen daher noch einige wenige Verse aus diesen Schriften folgen. Zunächst der Rigveda, die älteste Schrift des Hinduismus. Das große Licht, das aus dem Jenseits leuchtet, und der Klang, der das ganze Universum trägt, offenbaren sich mir in der Meditation. Möge das nährende Licht meine Meditation fruchtbar machen. Für den Klang steht hier der Begriff Prithivi, gewöhnlich mit Mutter Erde gleichgesetzt. Wörtlich heißt der Begriff aber das, was alles Leben erhält, und wurde hier mit dem Nad Brahmanad gleichgesetzt, dem schöpferischen Klang Gottes. Weiter heißt es: O Gott, durch einen, der wahrhaft mit dir vereint ist, durch einen, der nach nichts verlangen hat als nach Gott, werde ich von Weisheit erfüllt. Er verlässt mich nie. Ein solcher Heiliger möge sich dem Ergebenen enthüllen. Und aus den Upanishaden: Er heißt Bhamani, denn er leuchtet allgegenwärtig. Allgegenwärtig leuchtet der, der so weiß. Er geht aus der Sonne in den Mond, aus dem Mond in den Blitz, da ist die Vision eines Mannes, der führt ihn zum Brahman. Das ist der Pfad der Devas, der göttlichen Manifestationen, der Pfad des Brahman. Wer auf ihn gelangt, kehrt zu dem menschlichen Strudel nicht mehr zurück, nicht mehr zurück. Hier wird Gott nicht persönlich, sondern unpersönlich beschrieben als Brahman, göttlicher Urgrund.
Doch der Pfad, der über Visionen von Sonne und Mond und dort zur spirituellen Gestalt des mystischen Lehrers führt, ist derselbe wie in Bibel und Koran. In der Bhagavad Gita erklärt der spirituelle Lehrer Krishna seinem Schüler Arjuna: Doch kannst du mich nicht mit diesen deinen menschlichen Augen erblicken. Ich will dir das übernatürliche Auge verleihen. Schaue meine göttliche Majestät. Der Begriff für das übernatürliche Auge ist Sanskrit Divya Chakshus, das Engelsauge, im Unterschied zu Mamsa Chakshus, dem fleischlichen Auge. Und weiter heißt es: Nachdem er so gesprochen hatte, enthüllte der Göttliche, der Herr des Yoga, dem Partha, seine höchste göttliche Gestalt. Mit vielen Mündern und Augen, mit vielen wunderbaren Gesichtern, mit vielem himmlischem Schmuck, mit vielen emporgereckten göttlichen Waffen. In einem der letzten Verse der Gita, Kapitel 18, Vers 64, erklärt Krishna seinem Jünger, dass, wenn nichts ihn zur Hingabe seines Eigenwillens bringen könne, dies nur durch den unablässigen göttlichen Klang bewirkt werden könne. Zuletzt zum Buddhismus, der schon dem Namen nach auf Erleuchtung verweist. So wie der Koran beklagt, dass die meisten Menschen nur ihren Vermutungen über Gott folgen, so stellt das Dhammapada, der achtfältige Pfad, fest: Wenige überqueren den Strom der Zeit und sind fähig, das Nirvana zu erreichen. Die meisten laufen nur am diesseitigen Ufer hin und her. Vers 93 fragt: Wer kann dem unsichtbaren Pfad des Mannes nachspüren, der sich in den Himmel der Befreiung erhebt, die unendliche Weite ohne Ende? Doch eins ist der Pfad irdischen Reichtums und ein anderer ist der Pfad des Nirvana. Möge der Anhänger des Buddha dies bedenken und, ohne nach Ruhm zu streben, möge er nach Befreiung streben. Und weiter: Diese Welt liegt wahrhaft in Finsternis, und wie wenige können das Licht sehen. So wie nur wenige Vögel dem Nest entfliehen, können nur wenige Seelen in die Freiheit des Himmels fliegen. Besser als die Macht über die ganze Erde, besser als in den Himmel zu gelangen, und besser als die Herrschaft über die Welten, ist die Freude des Menschen, der in den Strom des Lebens eingeht, der zum Nirvana führt. Denn wessen Geist in den Wegen wohlgeübt ist, die zum Leben führen, der die Knechtschaft der Bindungen aufgibt und Freude in seiner Freiheit von Bindungen findet, der, frei von der Finsternis der Leidenschaften, rein im Glanze des Lichts erstrahlt, der erfreut sich schon während dieses sterblichen Lebens am unsterblichen Nirvana. Nachdem wir bereits alle wesentlichen Kernaussagen dieser Verse in den anderen heiligen Schriften erläutert haben, können diese, denke ich, unkommentiert bleiben. Ich stelle somit fest, dass die Religionen erstens ihren Ursprüngen nach allesamt wesentlich einen esoterischen, einen inneren Pfad verkünden, den Pfad der Seele zum transzendenten Licht und dem göttlichen Klang, der sie gleich einem Strom zur letzten Wirklichkeit emporträgt. Zweitens, dieser Pfad ist ewig und der gleiche und wird auch als solcher gelehrt, auch wenn sich die Ausdrucksweise stark voneinander unterscheiden mag. Drittens, dieser Pfad wird nicht von den Massen gefunden und praktiziert, sondern nur von den wahren Gottliebenden oder nach Erlösung strebenden, weshalb die Religionen, wenn sie zur Volksreligion umdefiniert werden, die esoterische Botschaft meist durch diesseitige Lehren ersetzen, die sich in Reichweite der Volksfrömmigkeit befinden und die einem Priesterstand Macht und Einkommen gewährleisten. Auf dieser Ebene von Dogma und Ritual unterscheiden sich die Religionen bis zur Unkenntlichkeit, während sie im Innern eine Einheit bilden. Viertens, wie zu allen Zeiten bedarf es der persönlichen Erfahrung von diesem Lichtpfad, um die Einheit hinter der Unterschiedenheit aufzuspüren. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr aufmerksames Zuhören. Ich
weiß nicht, ja, ich habe eine Stunde gebraucht. Eigentlich ist das Überlänge. Es ist ein sehr komplexes, umfassendes Thema und ich würde mich freuen, wenn Sie jetzt die eine oder andere Frage oder auch Anmerkung oder auch Kritik dazu an mich richten würden.